Hey Jons hier von newgadgets.de und ich bin gerade auf der InnoVex 2023, der Startup-Messe der Computex hier in Taipeh. Hier gibt es bei B-Inventor einen smarten Bauhelm. Dieser ist mir aufgrund der Kamera ins Auge gefallen. Hier kann das Bild beispielsweise per Livestream an die Zentrale geschickt werden und dank verbauter LED kann man auch bei schlechten Lichtverhältnissen noch etwas erkennen. Dafür ist hier im Inneren ein 5G-Modul verbaut, um eben auch diesen Livestream zu ermöglichen. Und dank verbauter Sensoren wird hier auch erkannt, ob der Helm getragen wird. Und es ist auch ein Herzschlagsensor und ein Temperaturfühler verbaut, um die Vitalwerte des Trägers ständig im Blick zu haben. Natürlich dürfen auch GPS und ein Beschleunigungssensor nicht fehlen. All das wird in der Zentrale in einer Software übersichtlich angezeigt. Der Helm kann mit herkömmlichen austauschbaren Akkus genutzt werden. Auf Wunsch gibt es auch noch eine Ladestation, an der die Helme aufgeladen werden können. Auf jeden Fall ein sehr interessantes System, welches die Sicherheit der Mitarbeiter im Fokus hat. Die Zentrale kann in der Software sehen, ob die Mitarbeiter ihre Helme aufhaben und auch die Vitalwerte können immer im Blick behalten werden, um so bei Problemen schneller einzugreifen. Beispielsweise, wenn ein Mitarbeiter stürzt und dann erkennt, dass der Helm nicht mehr auf dem Kopf ist.